Ich habe letzte Nacht kaum gepennt, weil mich die Trennung von Eva so fertig macht. Aber sie hat mir getextet, dass sie mich sehen will. Vielleicht gibt's ja noch Hoffnung. Hey. Hi. Danke, dass du runtergekommen bist. Ja, klar, gerne. Hast du es dir anders überlegt? Also, das mit uns? Ach, nein, nicht ganz. Chiara war bei mir. Sie hat mit mir gesprochen. Und sie hat mir von deinen Plänen erzählt, dass du Berlin verlassen willst. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe auch jemanden gebraucht, um mit jemandem zu reden, weißt du, also... Ja, du, ist okay. Dass du mit Chiara geredet hast, ist vollkommen in Ordnung. Ich kann dich da verstehen. Ich möchte nur nicht, dass du hier deine Zelte abbrichst. Du kannst hier nicht deine Zukunft aufs Spiel setzen, deine Familie und deine Freunde hinter dir lassen. Ich werde jetzt für die Sache gerade stehen. Du hast schließlich schon genügend Ärger aufgeheizt. Ich hätte von Anfang an reinen Tisch machen müssen. Deswegen werde ich mit Emeline reden. Wie, du willst mit Emeline reden? Ich will wegziehen. Ich ziehe nach Potsdam. Ich fange ein neues Leben an. Nein. Genau. Wenn hier einer die Stadt verlässt, dann bin ich das und nicht du. Was redest du denn? Warum willst du denn überhaupt mit Emeline reden? Weil ich die Erwachsene bin. Ich bin deine Lehrerin. Und ich werde für die Sache gerade stehen. Ich bin deine Lehrerin. Schließlich habe ich eine Straftat begangen. Hi. Du musst mir versprechen, du bleibst in Berlin. Und ich werde das klären. Hallo. Da geht's lang? Von rechts, ja? Ja. Danke. Kannst du mir vielleicht helfen? Oh, ja. Danke. Ich hasse Umzüge. Mann, scheiße. Die Emeline wird Eva fertig machen. Sie wird bestimmt gefeuert. Ich will das nicht. Also nicht wirklich. Aber vielleicht ist das ja nicht so schlecht. Vielleicht haben wir dann eine Chance zusammen. Ich weiß, die Wahrheit wird wohl das Ende meiner Lehrerkarriere sein. Aber ich muss gerade stehen für das, was passiert ist. Ich will nicht einfach abhauen und mich versetzen lassen. Ich will reinen Tisch machen und zu meinem Fehler stehen. Auch wenn es mir scheiße Angst macht, dass ich alles verlieren werde. Eva? Hab ich doch richtig gesehen. Ich dachte, so eine schöne Frau auf der anderen Straßenseite, das kann nur Hallo. Frau Hase sein. Ich war gerade bei einem Bäcker. Dieser Typ, oh mein Gott, eine Augenweide, den müssen wir unbedingt sehen. Der muss neu sein. Der sieht richtig gut aus. Ich habe sogar einen Croissant extra bekommen. Also, wenn du magst. Danke. Nie von dir, aber mir ist nicht nach Essen gerade. Okay. Ich muss auch jetzt ganz fix in die Schule. Ich habe gleich Unterricht. Zur Schule? Das ist gar nicht dein Weg. Ja, ich wollte einen neuen Weg probieren, weil ich bin ja auch. Ja, so lernt man auch Berlin kennen. Ne? Ich begleite dich einfach noch ein Stück. Wollen wir irgendwo ein Latte Macchiato ziehen? Hm? Süße Idee, aber ich schaff das nicht. Also, was ist denn los mit dir? Du guckst wie 7 Tage Regenwetter. Ja, es ist eigentlich nichts. Soll ich dir ein bisschen gute Laune bescheren? Da ist auch ein Schokocroissant dabei. Schokolade. Normalerweise macht mich das auch glücklich, aber jetzt habe ich ziemlich viel um die Ohren. Ja gut, was ist los? Lass es dir doch nicht aus der Nase ziehen, ne? Ich kann auch nicht drüber reden, weißt du? Wie, du kannst nicht drüber reden? Mit mir kannst du die ganze Zeit über alles reden, das weißt du doch. Ich weiß, aber es ist noch nicht an der Zeit. Ich muss da selbst noch ein paar Sachen regeln. Eva, stopp mal, du weinst gleich. Also sag mir bitte, was los ist. Ich würde zu gern, Paula, wirklich. Aber ich muss erst mal ein paar Dinge in Ordnung bringen. Und ich werde dir später davon erzählen. Und ich hoffe, dass du dann immer noch meine Freundin bist, okay? Hab dich lieb, bis später. Eva, du kannst mich doch jetzt hier nicht stehen lassen. Eva! Nino. Hey. Was möchtest du? Ich möchte dir vom Gespräch mit Frau Emeline abraten. Das hatten wir doch schon. Ich weiß, aber was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß und das muss nicht sein. Ich muss es durchziehen. Und dann? Ich will einfach noch nicht, dass du irgendwann irgendwie Ärger bekommst, deswegen. Ich werde zu der Sache stehen und Verantwortung dafür übernehmen. Ich weiß, was dann alles auf mich zukommt und... Okay, dann lass mich beim Gespräch dabei sein. Ich unterstütze dich. Nein, das brauchst du nicht. Ich schaff das schon allein. Du wirst früher oder später schon noch dein Fett abkriegen.
von Frau Emmeling. Ich vermisse dich, weißt du was? Wie gern würde ich dich ein letztes Mal noch spüren? Ich vermisse dich auch so sehr. Moment, warte, ganz kurz. Ja, wir lassen das mal mit den Fenstern jetzt. Und ja, können Sie mich mal kneifen? Ich weiß gerade selber nicht, was ich gerade sehe. Sag mal. Ganz kurz mal. Wonach sieht das jetzt bitte hier gerade aus für mich? Das ist nicht so. Also, bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich habe die Kontrolle verloren. Also, Sie sparen sich jetzt mal ganz kurz Ihre Luft, ja? Für den Rest dieses Tages sind Sie erstmal von all Ihren Unterrichtsstunden erstmal entbunden, ja? Ich kümmere mich um Vertretung. Kriege ich hin. Kein Ding. Und dann hätte ich gerne mit Ihnen beiden bei mir im Büro gesprochen. Und zwar separat. Ja? Ich hätte gerne erst dich und dann würde ich gerne mit Ihnen sprechen. So, und in der Zwischenzeit kontaktiere ich jetzt deine Mutter. So, ich bin erstmal raus hier aus der Nummer. Ich mach das. Halten Sie mal ganz kurz die Chef. Ich muss erstmal einmal hoch. Ich frage jetzt nochmal. In welchem Verhältnis stehst du zu Frau Haase? Und was war das gerade im Klassenzimmer? Das können wir jetzt noch eine halbe Stunde spielen. Ich hätte gerne mal eine Antwort von dir jetzt. Ich frage dich auch noch mal, bis wir hier ein bisschen Licht ins Dunkel kriegen. Ja, bitte? Ja. Ach, Dean. Hi, Frau. Wunderbar. Du bist jetzt hier für Mama, ja? Wunderbar. Ja, klar. Okay, gut, wunderbar, dass es geklappt hat. Ja, was ist los hier? Kann ich mit Verlaub nicht so richtig sagen, weil dein Brüderchen schweigt sich gerade aus. Okay. Ich kann aber erzählen, weshalb wir hier gerade sitzen. Es ist sowieso schon katastrophal genug. Ich bin in eine Situation reingerasselt, wo Nino unsere Lehrerin Frau Haase küsst. Ist das ein Scherz gerade? Nein, würde ich mir auch lieber vorstellen. Aber das war Fakt und das habe ich mitgekriegt. Du hast einfach so eine Lehrerin geküsst? Ja, einfach so war es eben nicht. Denn ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass das ziemlich einvernehmlich zwischen Frau Haase und Nino ist. Was das Ganze natürlich nicht besser macht. Kannst du mal was dazu sagen? Ja, bitte, Nino. Ja, ich habe Frau Haase geküsst. Ich liebe sie und sie liebt mich. Ach du meine Güte, das wird ja immer. Wir lieben uns gegenseitig. Und was kann denn an Liebe so falsch sein? Waren Sie nicht auch einmal verliebt? Darum geht's jetzt gerade nicht. Hab ich das gerade richtig verstanden? Frau Haase liebt dich und du liebst Frau Haase? Ist das denn schlimm? Ha, das kann ich dir sagen. So, dann machen wir uns jetzt erstmal Gedanken über Konsequenzen. Sie ist also Weil das ist eine ganz andere Liga gerade. Sie ist also die Geheimnisvolle, hm? So, und jetzt werden wir uns mal in Ruhe unterhalten, junger Freund. Weil das nimmt jetzt gerade eine Qualität an, die ist nicht mehr lustig. So, ich komme mal direkt zum Punkt. Haben Sie ein Verhältnis mit Nino Rose? Im Vorhinein möchte ich gerne mich entschuldigen für diese ganze Misere, die hier passiert ist. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Ich habe mich auf Nino eingelassen. Sie wissen schon, was das bedeutet jetzt. Ich werde ein Disziplinarverfahren einleiten müssen gegen Sie. Ich muss das ganze Ding der Polizei melden. Mann, Frau Haase, das hat strafrechtliche Konsequenzen now. Es ist ein sexueller Missbrauch Schutzbefohlener. Sagt Ihnen das was? Ja? Und für Nino wird das auch Konsequenzen haben. Er wird jetzt einfach die Schule wechseln müssen. Ansonsten ist hier der Teufel los. Frau Emmeling, ich verstehe alle Verfahren, die Sie gegen mich einleiten müssen. Das ist klar. Da stehe ich auch gerade für. Ich möchte Sie nur bitten, nicht Nino dafür zu bestrafen.
Schon gar nicht mit dem Schulwechsel. Und das kurz vor seinem Abschluss. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was passiert ist. Es war eine einfache Schulschwärmerei und ich habe einfach eine Grenze überschritten. Ja, das kann man wohl sagen. Nino ist das Opfer. Verstehen Sie? Ich habe es forciert. Ich hätte von Anfang an die Grenze ziehen müssen, aber ich habe es quasi nicht gemacht. Also, passen Sie auf, Frau Hase. Es tut mir furchtbar leid. Nino steht jetzt auf dem anderen Blatt, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Fakt ist, dass Sie mit sofortiger Wirkung suspendiert werden. Und ganz ehrlich, ich finde es so dermaßen traurig, weil Sie einfach eine richtig gute Lehrerin sind. Was haben Sie denn jetzt mit sowas aufs Spiel gesetzt, verdammt nochmal? Ja. Das hätte ich nie von Ihnen gedacht, hätte ich nie erwartet. Und ganz ehrlich, ich bin schlicht und ergreifend nur geschockt, gerade. Das kann ich verstehen. Ja, und ich glaube, das war's jetzt erstmal. Wir beide sind erstmal durch hier und alles Weitere dann in Bälde. Holen Sie Ihre Tasche und jetzt ist erstmal Feierabend für Sie. Ja, verstanden. Ja? Bitte melde dich. Wo bist du? Was ist los? Wie geht es dir? Was hat die Emmeline gesagt? Ich mache mir echt voll Sorgen. Okay. Hey. Kann ich dir ein bisschen Gesellschaft leisten? Hä? Ja, klar. Also, kannst du mir das Ganze erklären? Ich meine, eine Frau, die doppelt so alt ist wie du und dazu noch deine Lehrerin? Nino, wie hast du dir das vorgestellt? Keine Ahnung. Ich meine, was hast du dir dabei gedacht? Nichts am Anfang. Alles fing so an, halt. Naja, alles fing so an. Ich habe sie das erste Mal gesehen und ich habe sie für eine MILF gehalten, ne? Irgend so eine Mutter von einem Schüler. Naja, dann habe ich herausgefunden, dass es meine Lehrerin ist. Dann habe ich herausgefunden, dass sie auf Gedichte steht. Dann habe ich ihr anonym geschrieben. Und dann gingen diese Texte hin und her. Da hat sich das schon entwickelt. Mit Basti gesprochen. Du hast mich wochenlang angelogen und vor 2 Tagen habe ich dich gefragt, ob noch was zwischen Nino und dir läuft und du sagst nein. Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Es tut mir leid, Klasse. Ja, aber ich wusste nicht, wie ich es dir erklären sollte. Ich wusste doch selbst nicht, was mit mir los ist. Ich musste doch erstmal klarkommen damit, was da überhaupt passiert, denn ich hatte ja wirklich Schluss gemacht mit ihm. Und dann hat es wieder angefangen. Und gerade eine Beziehung mit einem 16-Jährigen jemand anderem beizubringen, wenn ich es selbst nicht mal einordnen kann. Ich bin immer dran geblieben. Sie ist meine Traumfrau. Dann hat sich angefangen, irgendwann in mich zu verlieben. Der erste Kuss, dann war ich bei ihr zu Hause. Ja, wir haben uns echt geliebt, ne? Ah, Mann, ey. Beziehungsweise tun wir immer noch. Ich weiß, das muss ziemlich schlimm für dich sein, deine erste große Liebe. Und Nino, ich sag dir ehrlich, guck mal, Olivia, die ist auch viel älter als ich, okay? So Alter spielt bei mir auch keine Rolle. Aber wir reden hier von, ich die weiß, ist doppelt so alt wie du, die könnte deine Mutter sein. Das hat einfach keine Zukunft. Und sowas könnte ich auch niemals akzeptieren. Weißt du, der Punkt in unserer Beziehung war einfach nur der, als wir erkannt haben, dass wir nicht wie ein normales Paar, was sich liebt, naja, wir konnten es nicht ausleben. So wie die anderen, spazieren gehen, Eis essen gehen. Und glaub mir, Ich wollte es dir schon viel früher erzählen. Aber du hättest dich dann für mich eingesetzt. Du wolltest dich, dass ich verletzt werde. Ja, und genau das ist der Punkt, Nino. Das hätte ich. Leider liebe ich sie und wollte unsere Beziehung schützen. Naja, hätte ich nicht so viel Scheiße gebaut, wäre ich jetzt nicht in so einer. Ja, okay, und wie soll das jetzt weitergehen? Keine Ahnung. Wie soll es jetzt weitergehen, ha? Huh? Mein Lehrerjob kann ich bestimmt an den Nagel hängen und eine Anzeige bekomme ich vermutlich auch.
Zu allem Überfluss wollte ich es doch heute erklären. Ich wollte zur Rektorin gehen und ihr alles sagen. Und dann wurde ich schwach und wir wurden erwischt. Okay, okay, du wolltest für deine Konsequenzen gerade stehen, das ist ja schon gut. Aber Eva, du lügst mich nicht mehr an. Versprochen. Es tut mir so leid, dass es so weit gekommen ist. Ich kann es verstehen, wenn du jetzt nicht mehr meine Freundin sein willst. Okay, stopp. Ich glaube, wir müssen uns alle erstmal beruhigen, ja? Ich brauche jetzt auch erstmal meine Zeit. Irgendwie kriegen wir das schon wieder hin. Aber wie gesagt, keine Lügen mehr, Eva. Das... Komm her. Ich alle Erdwort. Ich muss jetzt gehen, okay? Alles gut. Ich will mich bei ihr entschuldigen. Mann, du hättest mir das echt alles sagen sollen. Sie hat mir geschrieben, sie hat die ganze Schuld auf sich genommen. Okay, scheiß drauf. Das, was war, war. Für die Zukunft? Egal, was ist, kommst du zu mir, okay? Wie oft noch? Gemeinsam finden wir eine Lösung. Und jetzt steh auf. Was hast du vor? Ich fahr dich jetzt zu Eva. Du brauchst das, um damit abzuschließen. Okay. Das muss man auch erstmal schaffen. Hallo. Hey. Was hast du mit der Nachricht gemeint? Ich habe alle Schuld auf mich genommen. Dir wird nichts passieren. Ich habe gesagt, dass ich die Schuldige bin und dass ich dich als meinen Schüler ausgenutzt und verführt habe. Okay, und wieso? Das war doch gar nicht so. Ich empfand das als das einzige Richtige, was ich tun kann. Schließlich bin ich die Erwachsene. Und du hast noch eine ganze Zukunft vor dir. Das will ich dir nicht verbauen. Pass auf. Meinst du, wir könnten es nicht nochmal versuchen mit uns? Also, ich meine, du fehlst mir, weißt du, und ich meine, du hast doch jetzt eh alles auf dich genommen. Also, eigentlich steht uns ja nichts im Wege. Wenn das nur gehen könnte, aber es wäre trotzdem falsch. Egal, wie ich für dich empfinde. Steht das Wasser bis zum Hals, mit den Herzen voller Stein und den Augen voller Salz. Sag meinen Namen noch einmal, bevor du gehst. Hey. Ich will nur sicher sein, dass du ihn. Das wird schon, okay? Es kommen auch bessere Tage. Sag meinen Namen noch einmal, so laut es geht. Ich will Geschichte in deinem Leben bleiben. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass das auch ein Abschied von Kretze heute ist. Kannst du den Kretze heute Abend geben? Aber wirklich erst heute Abend, wenn ich im Flieger sitze. Digga, ich hab einen Brief für dich. Ja, cool, Porsche schmeißt in den Müll. Lies ihn. Emmy. Was machst du hier? Wie wär's mit so einer kleinen Willkommensparty oder so? Hey, ja, stark. Und so weiter und so fort. Dann richte ich mich mal ein, ja? Ich sollte Tessa echt so schnell wie möglich darauf ansprechen, dass mir das ein bisschen zu schnell mit ihrem Einzug bei mir geht. Warst du vorhin etwa nackt mit meinem Freund hier drin, oder was? Hey. Im Bikini war ich, okay? Ja, genau. Ich hab keinen Bock mehr. Will Ihnen etwas Schluss machen? Hallo, Raya? Es hat sich etwas ergeben, das Ihrer sofortigen Aufmerksamkeit bedarf. Und auch die Aufmerksamkeit von Frau Bolle habe ich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich fürchte, Sie sind tatsächlich verstorben. Es tut mir jetzt sehr leid, dass Sie das auf diesem Wege erfahren.